Abdullah, der ist 20 Jahre alt, der ist auch seit ungefähr einem Jahr, in Islam. Und ich frage dich als allererstes mal, was war deine Meinung, also früher, als du noch nicht so viel, als deine Information vom Islam nur aus dem bestand, was du von den Muslimen gesehen hast, die in der Spielhalle sitzen, jede Woche eine andere Freundin haben, und aus dem, was du im Fernsehen, in den Nachrichten gesehen hast. Was war deine Meinung von Islam? Ja, so Unterdrückung und Terrorismus halt auch und ja, eigentlich nur Schlechtes halt. Also, als dass man Schlechtes halt sieht, so von Muslimen, so, weil die Ja, da schlecht verhalten auch ja. meistens. Und wie war dann dein erster Kontakt mit Islam, dass du angefangen hast, dich also über Islam zu informieren oder darüber nachzudenken? Ja, so ausschlaggebend war, dass ich früher eine Krankheit hatte, also die, wo ich dann so gesehen kurz vorm Tod stand, eigentlich fast. Und dann habe ich mich dann, danach halt, war ich mit einem Bruder in Marokko. Nach dieser Krankheit, dass ich die überstanden habe Ach, und. der Bruder von eben, ja, der eine, der dann vernünftig Ja, war. aber der hat das nicht praktiziert und dann später war ich mit ihm in Marokko und habe dann halt den Islam kennengelernt ein bisschen. Also habe dann halt mit einem, dem Bruder von ihm halt, dem läppischen Bruder von ihm geredet und der meinte halt, dass Christen also nicht ins Paradies kommen werden, weil. Was hast du gedacht, wenn du das gehört hast? Ja, ich habe gedacht, warum das denn? Christen sind doch auch gut, sind auch gute Menschen, aber. Es gibt halt eine, dieses Ausschlaggebende, dass man, dass Christen das meistens auch zu Jesus beten oder so etwas. Dann ist mir das auch klar geworden in der Zeit. Man denkt halt direkt schlecht dann, aber ist ja auch dann klar, wenn man mehr Wissen hat dann. Ja, also das, weil die halt eben halt andere anbeten neben dem allmächtigen Gott, ja. Ja. Wer dann die Warnung bekommen hat. Ja, und auf jeden Fall am Anfang, du hast ja, dann hast du dich ja mit Islam befasst. Was war so dein erster Eindruck in Marokko? Was hat dich beeindruckt oder was hat dich abgeschreckt? Gab es da irgendwelche Punkte? Abgeschreckt eigentlich weniger. Also ich habe dann eigentlich nur auch viele Leute gesehen, die zum Gebet geeilt sind, also nach diesem Adhan. Und ich habe dann alles eigentlich nicht wirklich verstanden so. Und dann hat halt der Bruder, den ich eben erwähnt habe, dann auch angefangen zu beten. Und ich habe es erst gar nicht verstanden, weil er hat sich auch direkt geändert so. Er hat sich dann von heute auf morgen so gesehen, von seinem Verhalten Ach, verändert. wie der angefangen hat zu beten, hat sich sein Verhalten verbessert. Ja, so er hat, also er hat versucht, Sachen nicht zu machen, die er früher gemacht hat, die da schlecht waren Subhanallah. so. Da sieht man ja, weil Allah sagt ja im Koran, wahrlich, dass gebetet hat von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Also dann hast du das live erlebt, Ja, dass genau. der allmächtige Gott im Koran die Wahrheit sagt. Ja. Also wer richtig betet mit dem richtigen Herzen, Ja. hast du ja dann gesehen. So, und dann, okay. Du hast halt diesen ersten Eindruck gehabt, du hast den ersten Schock erlebt, hast du gesagt, dass der erzählt hat, die Christen kommen nicht ins Paradies. Du hast das dann verstanden, weil die Christen halt eben nicht nur zu Gott alleine beten, nicht nur zu dem beten, zu dem Jesus beten, sondern auch zu anderen. Dann, okay, was hat dich nachher überzeugt vom Islam? Das Ja, also ich habe dann halt so ein großes Buch gelesen, das heißt Allahs letzte Botschaft. Und das sagt halt erstmal, also redet viel über diese Religion. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass halt wieder viele Widersprüche sind im Christentum. Und dann habe ich halt dann mir ein bisschen zusammen beschäftigt halt mit dem Eingottglauben und so etwas. Und dann habe ich auch kurz dann auch beschlossen, den Glauben anzunehmen. Also wolltest du, so wie ich das jetzt verstanden habe, du hast dann halt durch diese Krankheit und dann hast du Islam kennengelernt und du wolltest aber, bevor du Islam eintrittst, wolltest du dann erst auch mal gucken nach deiner eigenen Religion, das Christentum noch mal Genau, richtig kennenlernen, so war ja? das. Ja, ich bin reingeboren, ich habe früher auch sehr viel, war im Konfirmandenunterricht auch und ich habe früher, als ich klein war, war ich in so einer Gemeinde halt, evangelischen Gemeinde und da wurde auch viel über Gott gesprochen und über Jesus gesprochen und so etwas. Und ich fand das eigentlich gut, weil es waren gute Menschen für mich. Aber ich wusste halt nicht genau, dieses Fundament kannte ich ja nicht richtig. Und dann habe ich mich damit ein bisschen befasst, habe auch die Bibel auch selbst gelesen, teilweise. Ja, und dann habe ich. Also hast du, bevor du Muslim geworden bist, hast du Koran und Bibel verglichen Ja, so, sozusagen. genau, sowas habe ich gemacht, ja. Ja. Und dann hast du dich dann für Islam. Ja, Was Alhamdulillah. ist dir zum Beispiel als Widerspruch aufgefallen in der Bibel? Ja, also das Ausschlaggebende war auf jeden Fall das mit den Dreifaltigkeit, also Trinität. Dreifaltigkeit, ja. War Dreifaltigkeit, nicht genau. akzeptabel, ja. Das war für mich absolut nicht akzeptabel, so weil ich das verstehen konnte, weil für mich muss ja auch eine Religion, also die Religion muss auch Logik sein, weil meine Logik so muss irgendwie damit vereinbar sein können, so. Ja, okay. Also war das eine rationale Entscheidung, du hast gesagt, also eine rationale Entscheidung, dass du gesehen hast, also dass da, also dass das ein unlogisches System ist mit der Ja. Trinität, was du auf jeden Fall abgelehnt hast. Und dann, ja, okay, du hast dann mehr über Islam gelesen. Was ist dir dann noch so aufgefallen? Was gab es noch für positive Eindrücke? Ja, also dann war das auch, dass ich das erste Mal in die Moschee gegangen bin und so, da war ja, also die erste Mal sowieso,
dann habe ich dann die Brüder kennengelernt und das Miteinander halt, dass ein Bruder für den anderen mal da ist und dass man immer gegenseitig fragt, was man, also das ist viel, viel enger so, als mit den, als ich früher mit irgendwelchen Freunden irgendwie zusammen war, war das nicht das Verhältnis so wie jetzt mit Brüdern halt. Ja. Also das ist auch ein positiver Punkt, ja. Und das hatte ich dann halt alles, diese ganze Gotteskonzept und so. Was war der außergewöhnliche Punkt, der dich 100% dann von Islam also überzeugt hat, so? Ja, das Ausschlaggebende war auf jeden Fall erstmal Tauhid, so. Und dann danach Tauhid, danach kam natürlich das Gebet, das hat mich natürlich immer wieder gestärkt hat. Als ich das erste Mal gebetet habe, so, das hat mich dann also immer mehr nach Wissen, also ich wollte immer mehr Wissen kriegen dann, weil ich dann halt mehr wissen wollte, zum Beispiel Wudu oder so Sachen halt, die dann halt verpflichtend sind, erstmal zu wissen. Natürlich, wenn man das auch, muss man das auch richtig machen, man will ja auch, dass das Gebet auch gültig ist. Und deswegen habe ich dann erstmal nach Wissen auch geforscht ein bisschen. Also als allererstes, er hat gesagt Tauhid, ich wollte das nur mal kurz erklären. Tauhid, das ist das Konzept von Gott im Islam, also dass wir einen Gott haben, der allmächtige Schöpfer, Lenker, Herrscher des ganzen Universums, der Einzige, der angebetet werden darf und der nur mit positiven und niemals mit negativen Eigenschaften wie Schlaf und so weiter, und damit diejenigen dann auch verstehen, was damit gemeint ist, also der niemals mit Schlaf oder Krankheit oder Tod oder geboren werden beschrieben werden darf. Das hast du gesagt, ja. Das ist der Tauhid. Du hast gesagt, das Gebet hat dich dann auch gestärkt. Ja. Was war, als du das erste Mal gebetet hast? Wie hast du dich gefühlt? Boah, das war sehr schön, kann man nur sagen. Das war das Gefühl, als ich auf dem Boden lag. Ich war nervös, weil ich war ja das erste Mal in der Gemeinde auch, so mit dem gebetet, aber ich war am Schwitzen und allein, dass ich dann das Gefühl, am Boden zu sein und man spricht mit seinem Schöpfer so, und dann, das ist ein Gefühl, das unbeschreiblich halt eigentlich auch so, weil das ist mehr, viel heftiger als Schmetterlinge brauchen oder wie man es beschreiben könnte. Also meinst du zum Beispiel dieses Gebet, wie du vorher gebetet hast, mit den Händen falten und so, ja. Das hat nicht den Effekt wie das islamische Gebet. Genau, ja. Genau so war das, ja. Also man, ich weiß auch nicht, man ist viel näher, man merkt das richtig, dass man näher zu diesem Schöpfer ist und man auf den Boden sitzt. Der und dann Prophet, der Prophet Sassim sagt ja auch, der Punkt, wo der Diener dem Schöpfer am nächsten ist, ist, wenn er im Sujud ist, also wenn er seinen Kopf auf den Boden macht, zu seinem Schöpfer. Genau, ja. Willst du sonst noch irgendwas loswerden für die Leute hier in Deutschland, die nicht Muslime sind, und für die Muslime? Ja, also man soll sich Gedanken darüber machen, was der Sinn des Lebens ist. Also man kann ja niemals glücklich sein, wenn man nicht weiß, was der Sinn des Lebens ist, und man soll nach der Wahrheit suchen, weil es gibt eine Religion, die die Wahrheit ist, und es können nicht mehr Religionen, die gleich die Wahrheit sein. Also alle Propheten kamen ja auch mit dem Tauhid, also alle Propheten sind noch im Christentum, sieht man manchmal auch, dass man das auch die erwähnt haben, dass die nur einen Gott anbeten sollen. Im Christentum ist das ja auch so. Nur leid ist, dass das immer wieder eine verzerrende Sache hat im Christentum. Ja, eine Sache, die verzerrt worden ist. Ja. Okay, Bruder, ich danke dir, möge Allah dich belohnen und möge er uns alle in der Religion festigen.